Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 19. Dezember. Herzlich willkommen. Heute geht es um eine Schutzfolie. Um eine Schutzfolie für das iPad, die keine Schutzfolie ist, weil Schutzfolien sind großer Quatsch. Das hier ist das Paper-like. Und diese Folie, die auch Schutz bietet, okay, die ist dafür da, dass man, wenn man mit dem Apple Pencil schreibt, ein Gefühl vermittelt bekommt, das so ist, wie als ob man auf Papier schreiben würde oder malen würde. Das ist eine sehr, sehr spezielle Geschichte für das iPad. Das ist Version 2, das Paper-like 2. Version 1 hatte ich auch vor ein paar Jahren schon. Die haben viele Fans. Die haben auf Kickstarter jetzt, glaube ich, dreimal mehr Personen angesprochen als noch Version 1. Und die haben das deutlich weiterentwickelt. Also wirklich deutlich weiterentwickelt. Ich sehe keinerlei Regenbogenfarben mehr, wenn es aufgetragen ist. Das ist übrigens die zweite Version, die dem Paket beiliegt. Die erste ist aufgetragen. Man bekommt zwei. Also man hat zwei Chancen, das richtig aufzutragen. Oder man kann sich entscheiden, das abzuziehen und dann nach ein paar Monaten das neu wieder drauf zu kleben. Das Draufkleben, das erfordert so ein bisschen Ruhe, gute Helligkeit und am besten einen Raum, bei dem nicht irgendwelche Partikel durch die Luft schwirren. Und wenn das aufgetragen ist, dann ist das eigentlich sehr plain und sehr matt. Es macht den Bildschirm sehr matt. Es beeinträchtigt den Bildschirm, aber ich finde trotzdem, er lässt sich noch gut verwenden. Ich falle zum Beispiel gar nicht in diese Zielgruppe und ich ertrage diese Folie sehr, sehr gut auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, wie lange. Ich bin nicht die Zielgruppe, die viel handschriftlich schreibt oder malt, aber trotzdem probiere ich das aus. Und das Lustige ist, es dezimiert die Fingerabdrücke, die man ansonsten auf dem iPad hat. Deutlich. Also wirklich deutlich. Man hört es auch, wenn man mit dem Finger oder dem Pencil über ein Paper-like-Display streicht. Und es wird deutlich griffiger, wie man sich vorstellen kann. Diese Nano-Dots, die bringen eine Textur auf den Bildschirm, die man sonst nicht hatte. Und das als Option zu haben, zumindest eine Möglichkeit für diese Zielgruppen, spezifischen Leute, die das unbedingt wollen, die ist wirklich sehr, sehr schön und ist entsprechend preisgünstig, um es einfach mal auszuprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Woche, hätte ich fast gesagt. Nein, bis morgen!